Willkommen zur weiteren Aufnahme von Minecraft Staffel 6. Und ja, das hier ist auch die erste Aufnahme in der höheren Auflösung, die ich ja schon in einem letzten Video angesprochen habe. Und zwar war das in dem Special, was diese Woche kam. Da habe ich nämlich jetzt mal ein paar extra Videos wieder gemacht, wie ich es ja angekündigt hatte. Und jetzt geht es natürlich auch hier in Staffel 6 wieder weiter. Leider muss ich sagen, ist es aber auch schon wieder vorbei mit diesen extra Videos, weil ich einfach wenig Zeit und Ideen habe, was ich da noch machen kann. Und ach so, ich habe jetzt hier meine mein Jetpack wieder an, deswegen springe ich so hoch. So. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Auflösung mal hochgestellt. Und da werde ich es dann wieder ein bisschen problematisch haben mit dem Rendern. Beziehungsweise die Aufnahmen werden wieder größer sein von der Dateigröße her. Und das ist dann ein bisschen blöd immer, ne? So. Ja, nichtsdestotrotz macht man hier natürlich ganz normal weiter. Wir hatten ja noch einiges vor, bautechnisch. Und das werden wir dann auch machen. Das Ding hier hatten wir ja noch fertiggestellt letztes Mal. Aber hier würde ich dann auch nochmal ein bisschen dekorieren. Und allgemein hier die Umgebung ist noch ein bisschen hässlich, wenn ich das hier so sehe. Oder das natürlich, überall alles kahl, kein Gras oder sonst was. Das werde ich dann alles noch hier pflanzen, würde ich mal sagen. Und ja, die Sounds sind auch wieder an, die waren ja letztes Mal aus. Weil ich so viel Erde abgebaut habe. Und ich habe natürlich hier meinen coolen Solarhelm, ich bin immer noch so stolz darauf. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Kuhfleisch brennen. Das ist ja alles so ungewöhnt. Die Blöcke sind jetzt viel feiner hier dargestellt, wegen der Auflösung. Finde ich gut. Und ja, freut mich auf jeden Fall. So, dann gucke ich mal. Haben wir denn noch irgendwas zu tun? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's aber leider vergessen. Ja Mensch, ne, das ist immer blöd, wenn man was vergisst hier zu Anfang. Kommt da gleich Musik am Anfang? Keine Ahnung. Ich bin noch am Überlegen, woraus ich diesen Dingens hier baue. Und ich muss gerade mal umblättern hier. Ich habe meine Themen gar nicht auf. Ach, das ist sowieso wieder das Falsche. Ich nehme immer meinen falschen Block hier für die Themen und alles. Das ist immer richtig dumm. Warte, ich beobachte mal die Kühe. Während ich mein Themenbuch mal hole. Das brauche ich nämlich. Wo habe ich es? Man sieht oder man hört, wie ich hier umblättere. Ah, hier, alles voll. Das ist so eine ganze Doppelseite voll mit Sachen, die ich machen wollte und alles. Solarhelm habe ich. Hose verzaubern. Achso, das ist schon ewig alt. Steht schon ewig hier drinne. Büschegarten haben wir ja jetzt. Riftblade gibt's nicht. Haus weiterbauen müssten wir mal machen. Bäume fällen habe ich gemacht. Also ich habe eigentlich alles erledigt, was hier drauf steht, außer die Scrapboxen. Ja, war nur so eine kleine Liste, also nichts Großes. Keine großen Pläne oder so. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich will es einfach nur ordentlich haben. Und ich war auch am Überlegen, ob ich hier das Birkenholz austauschen soll. War mir aber noch nicht sicher. Und ich werde auf jeden Fall hier noch weiterbauen. Fragt sich nur, aus welchem Holz? Wäre Fichtenholz gut? Boah, keine Ahnung. Wir haben hier unten mit diesem Sakura-Wood gebaut. Würde vielleicht einen Kontrast bilden, aber ich glaube, ich nehme sogar erstmal das klassische Eichenholz und ich ziehe jetzt mal das Jetpack aus, was nervt nämlich auf Dauer. Okay. Also einfach mal das Eichenholz hier. Wir werden uns auch demnächst noch eine Quantumrüstung nehmen. Also die müssen wir uns auch noch craften oder die möchte ich mir craften. Und am besten auch so, dass es sich noch lohnt, also nicht in der letzten Folge oder so. Fände ich dann ein bisschen nicht gerade sinnvoll. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Mensch, was macht denn der hier? So. Wir brauchen auf jeden Fall wieder normales Holz. Und das hier baue ich jetzt auch mal weg. Das war ja so nicht gedacht. Rubberwood. Kann das hier drauf. Da haben wir noch Oak. Hier haben wir Maple Planks. Die sind auch nicht schlecht. Haben wir auch noch Maple Wood. Wie sieht denn das aus? Darkwood. Kann er mal hier suchen nach Maple.
So sieht das aus. Ja, nicht gerade so gut. Ah, guck mal, hier gibt's auch Tische und alles. Maple Table. Ja, Mensch, ne? Vielleicht mache ich mir den mal. Ja, wir haben es ja jetzt hier, ne? Ich hoffe, das geht auch aus dem Holz. Zack, erstmal ein paar Slabs. Nee, geht leider nicht, schade. Naja, man kann nicht alles haben. Achso, das Holz hat man auch hier. Stimmt. Aber wir haben nicht mal viel Eichenholz. Weil ich das alles hier reingeballert habe, ne? Ja, toll. Alles in die Yu Yu Matter Produktion. Naja, muss ja. Da muss ich mir wohl oder übel nochmal Bäume farmen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Guck mal, wie weit wir schon laufen müssen. Nur um ein paar Bäume zu kriegen. Ja, in den letzten Folgen hatten wir immer so ein paar Themen angesprochen. Das möchte ich natürlich nicht in Zukunft aussehen lassen. Aber für diese Aufnahme vielleicht mal ein bisschen zurückfahren. Ich habe mir zwar noch ein paar aufgeschrieben, aber ich möchte mir die auch mal ein bisschen aufsparen, weil mir auch nicht immer tausend Sachen einfallen. Und ich möchte jetzt auch noch ein paar mehr Folgen aufnehmen die Woche. Weil ich ja noch eine Woche Ferien haben, das möchte ich nutzen. Anstatt jetzt irgendwelche Maps noch aufzunehmen, lieber ein bisschen Staffel 6. Weil sonst komme ich da in Verzug. Was ja meine Planung betrifft hier, dass ich bis zu den Sommerferien fertig werde, pipapo. Das wäre dann alles ein bisschen schlecht, deswegen mache ich jetzt erstmal Staffel 6. Und ja, werde da nicht ganz so viele Themen ansprechen. Und aber das Gameplay-technisch möchte ich es natürlich ein bisschen jetzt wieder aufwerten. Hat man in den letzten Folgen ein bisschen langweiligere Sachen, wie zum Beispiel Erde klatschen oder ja, alles mögliche sowas, ne? Holzfarmen hat man richtig viel. Und Skelette töten hat man natürlich auch dabei. So. Level 21. Hier möchte ich dann auch noch einen Weg herbauen. Also es gibt noch viel zu tun und hier bitte rein. So. Ja, ist jetzt schade mit dem Maple Wood. Da muss man immer das richtige Holz finden, ey. Und ich weiß nie, wo es das gibt. Ohne Witz. Das ist immer richtig schwer. So. Und ich bin mir echt auch noch nicht sicher, aus welchem Material ich das Minenhaus da unten machen will. Vielleicht mache ich es ja aus Stone Bricks oder so. Vielleicht kann ich auch ganz kurz nochmal durchgucken. Durch unsere Liste hier. Ohne was einzugeben. Einfach nur mal so, was es so gibt. Mensch, ich war auch schon mal schneller in so Blöcke setzen hier, ne? Ich weiß nicht. Habe ich lange nicht gemacht, da kommt man aus der Übung. Und ob ich das mit dem Birkenholz so weiter behalte, das müsste ich ja dann durchziehen durch das ganze Haus. Aber ich glaube, ich nehme jetzt erstmal eine andere Sorte für die Rahmen. Und tausche dann unten das Birkenholz auch noch aus, weil das ist einfach nur hässlich. Meiner Meinung nach. Das war eine Schnapsidee. Und ja, da haben wir erstmal so eine Art Grundriss jetzt. Wie es dann, in welche Richtung es geht. Und hier möchte ich dann natürlich auch Fenster hinmachen. Ist ja eigentlich klar. Und vielleicht mache ich dann hier auch so ein Fenster, dass es so von oben nach unten durchscheint. Oder so. Oder warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Ich mache das Glas ja nochmal weg. Ist natürlich jetzt schade um das Glas, aber was willst du machen? Ich habe mein Jetpack wieder. Ich hole mir mein neues Holz noch. Wollte ich jetzt eh noch mehr. Und da kann ich nämlich da ein paar Balken noch reinmachen. So, ich werde aber das Eichenholz auch nicht nehmen für die Balken. Für das gesamte Haus, sondern nur teilweise. So, warte mal, baut mal hier mit der Hand ab. Das ist so verschwenderisch immer. Ja, geil. So, warte mal. Ja, ich bräuchte mal noch ein bisschen mehr Quantumrüstung. Da kriege ich nämlich keinen Fallschaden mehr. Mit den einen Schuhen. Wenn du da noch den Solarhelm auf hast, alles lädt sich so komplett automatisch auf. Das ist richtig geil. Ich muss nochmal offscreen durchgucken, wie diese Quantumrüstung zu craften geht.
um damit ich mal ein ungefähres Bild habe, was wir alles brauchen. Wir werden wahrscheinlich dafür noch mega viel farmen müssen auch. Ist leider so. Und solche Sachen wären dann halt immer gut für einen Livestream so. Aber das habe ich ja angesprochen vor ein paar Folgen. Wie es mit Livestreams bei mir aussieht. Nämlich eher schlecht. So. Oh, hier. Paar Setzlinge noch. Die nehme ich natürlich gerne, auch wenn ich sie überhaupt nicht brauche. Aber naja, was man hat, hat man. Und wir können sie ja später noch wegwerfen, ne? Muss ja nicht gleich sein immer. So, hier ist noch ein Stamm. Den nehme ich auch noch mal mit. Na komm. So. Und du noch, und du noch. Alter, wie viel da noch ist. Ist schon nicht wenig. Ah, Mann. Immer musst du von oben drauf. Es hilft einfach nichts. Jetzt wollte ich hier schön was essen während dem Runterfliegen. Ah, hab's wieder nicht gepeilt gekriegt. Naja, so kennt man mich. Alter, schon wieder mehr als 10 Minuten rum. 11 Minuten, 12 Minuten, sowas in der Richtung. Schon krass, manchmal. Naja. So, dann machen wir mal hier. Ja, es war ja jetzt auch Ostern wieder für mich. Ja, für euch ist wahrscheinlich jetzt irgendwann Hochsommer oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade August. Könnt mal in meinen Uploadplan gucken. Da steht das alles drin. Und stimmt, in den letzten Tagen kam ja auch ein bisschen PvP. Habe ich ja ganz vergessen. Nicht nur die Maps, sondern auch das. Ja, PvP könnte ich mir im Gegensatz wieder vorstellen, dass ich da mal ein bisschen mehr bringe in nächster Zeit. Da war ich ja echt immer inaktiv. In der Richtung. Ja, ich weiß nicht. Hat aber Spaß gemacht auf dem Server, aber ich hatte dann leider wirklich keine Zeit mehr. Ich müsste mir... Boah, so wie PvP, sowas müsste ich wirklich machen, wenn ich richtig viel Zeit habe. Und auch besser abends als immer so vormittags, weil da sind die meisten Spieler online. Dann kann man auch mal Wounded Chamber zocken. Was ja immer nicht ging, weswegen wir auch dann zu Ender Games gewechselt sind. So, da hatte ich extra schon die Thumbnails und alles gemacht. Hatte da schon Wounded Chamber hingeschrieben, jetzt muss ich nochmal Ender Games hinschreiben. Was bei meinem Thumbnail-Tool ein bisschen schwer ist. Deswegen beklage ich mich immer. Ich habe nicht so ein einfaches wie andere Leute. Zum Beispiel hier, ja, viele benutzen ja Photoshop, das benutze ich nicht. Weil es einfach arschteuer ist. Und ja, viele Leute, die Photoshop benutzen, die können es auch gar nicht. Die können gar nicht damit arbeiten und machen dann nur Scheiße. Das möchte ich halt auch nicht. Deswegen nutze ich lieber mein jetziges, damit komme ich klar. Hast du aber weniger Möglichkeiten und es dauert länger. Und es sieht nicht so schön aus, aber es geht immer noch. Also auf jeden Fall besser als manche Photoshop-Sachen von Leuten, die sich nicht auskennen. Aber wenn man sich mit Photoshop auskennt, kann man so richtig geile Thumbnails machen auch. Also das will ich nicht bestreiten. Aber wenn man da einfach nichts kann und ich könnte dann wahrscheinlich nichts, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen will stundenlang, würde ich irgendwas hinrotzen und das wär's. Deswegen nehme ich doch lieber mein jetziges Thumbnail-Tool. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, was ich benutze. Ist ja jetzt eigentlich auch egal. So. Bisschen was einsammeln hier. Und da auch noch.